Sind Sie Christ? Welche Rolle spielt Jesus dann real in Ihrem Leben? Sind Sie von ihm beeindruckt? Ist er Ihnen ein Vorbild? Versuchen Sie, irgendwie nach seiner Lehre zu leben? Jesus hat seine Jünger aufgefordert, ihm zu folgen und ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Können Sie damit was anfangen? Glauben Sie, dass diese Aufforderung auch heute noch gültig ist für uns? Was bringt heute noch Menschen dazu, diese Aufforderung ernst zu nehmen? Wie stellen Sie sich denn eine solche Nachfolge vor? Muss man dazu an etwas glauben? Muss man anders leben als andere Menschen? Muss man irgendwelche besonderen Dinge tun? Wie kann man denn jemandem folgen wollen, der schon seit über 2000 Jahren tot ist? Im Johannesevangelium wird erzählt, wie Jesus seine ersten Jünger trifft. Es ist eine scheinbar einfache Abfolge von äußeren Umständen. Näher betrachtet wird dann aber geradezu gleichnishaft alles geschildert, was für uns auch heute noch gültig ist. Im Johannesevangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, ab dem Vers 35 heißt es: Am nächsten Tag stand Johannes, damit ist jetzt Johannes der Täufer gemeint, abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes, also den Täufer, gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Eine spannende Geschichte. Aber was hat das mit uns zu tun? Wer die Bibel kennt, weiß, dass in den anderen Evangelien die Jünger irgendwie anders berufen wurden. Das sind dann Andreas und Petrus, die als Brüder zusammen, und da geht es ums Fischen, sie fischen mit dem Vater und werden dann von dort berufen. Ja, die Frage ist, was ist das Eigentliche hier? Ist das jetzt eine andere Geschichte? Ist das was Falsches oder hat er sich ausgedacht? Nein, wenn man die Dinge miteinander verbindet, dann merkt man, hier befindet sich Jesus in einem Umfeld, in dem er auch diese anderen Männer kennenlernt und sie lernen ihn kennen. Das ist sowas wie eine Art von Vorberufung, dass sie ihn überhaupt erst mal kennenlernen. Dass zu dem Zeitpunkt, wo er sie endgültig beruft, dass sie dann ganz selbstverständlich sofort mitgehen. Aber was passiert hier eigentlich? Schauen wir uns das mal an. Johannes der Täufer, der mehrere Tage hintereinander dort am Fluss Jordan predigt. Dort kommen auch die Leute hin, die von ihm fasziniert sind. Dort kommen die Pharisäer hin, dort fragen sie ihn: Wer bist du eigentlich, dass du eine derartig gewaltvolle Predigt nach allen Seiten verkündest? Bist du der Messias? Nein, das bin ich nicht. Ja, wer bist du dann? Sie fragen nach der Legitimation und Johannes gibt ihnen dann auch diese Antwort, die nämlich ganz eindeutig auf Jesus verweist. Ich bin nur ein Rufer in der Wüste, sagt er. Jetzt nicht hier in diesem Text, sondern vorher. Nach mir kommt jemand, bei dem ich noch nicht einmal wert bin, ihm die Schuhe auf- oder zuzumachen. Er verweist also auf Jesus. Und Jesus hat sich sogar von ihm taufen lassen. Das ist jetzt im Johannesevangelium nicht beschrieben, das beschreiben dann die anderen. Spielt aber auch in diesem Zusammenhang gar keine Rolle, denn Jesus hält sich häufiger dort auf. Und als er wieder einmal vorbeigeht, gerät Johannes in so etwas wie eine Art von innerer Schau. Er spürt, hier ist etwas, was weit über alles hinausgeht. Siehe, das ist Gottes Lamm, sagt er zu zwei Jüngern, die da in der Nähe sind. Das ist Andreas und einer, dessen Name nicht genannt wird. Johannes ist, was die Namensnennung anbelangt, immer ziemlich penibel. Er sagt immer ganz genau, wer da jeweils ist. Und wenn er hier einen der Jünger nicht benennt, also so einen anonymen Jünger dort beschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es das selber ist. Also Andreas und Johannes, jetzt der zukünftige Jünger, also der Bruder von Jakobus, die sind alle miteinander bekannt. Und mit Sicherheit sind sie so miteinander bekannt, dass sie schon lange und intensiv darüber diskutiert haben, wie das ist mit dem Messias. Ja, und da sagt jetzt ein sehr glaubwürdiger, vertrauenswürdiger Mann, zu dem sie selber regelmäßig kommen. Man könnte sie als die Jünger des Johannes des Täufers bezeichnen. Der sagt jetzt: Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist derjenige, auf den ich immer wieder hinweise. Was passiert dann? Da wird man natürlich neugierig.
Interessanterweise sind nicht alle Jünger von Johannes auf Jesus neugierig geworden. Manche blieben bei dem, was Johannes sagte, haben sich dann zum Teil sogar mit den Jüngern später gestritten, weil die sich da so nicht so fastenmäßig verhalten haben. Aber hier zwei, Andreas und Johannes, sind außerordentlich neugierig. Was machen sie? Sie folgen. Sie folgen Jesus, sie laufen ihm hinterher ganz schlichtweg. Aber sie sprechen ihn nicht an. Was sagt uns das eigentlich für heute? Was hat eigentlich Johannes der Täufer gemacht? Er hat immer von etwas geredet und gepredigt, was in seinen Zuhörern eine sehr starke Sehnsucht geweckt hat. Eine Sehnsucht nach Befreiung, nach Erlösung, nach einem Messias, der einmal kommen wird, der dann mit Feuer und Geist taufen wird, wo er nur mit Wasser tauft. Und er trifft exakt die Stimmung auch der Menschen der damaligen Zeit. Und in dem Augenblick, wo er auf Jesus verweist, öffnet er seinen beiden Jüngern irgendwie den Horizont. Er weckt dieses Bedürfnis in ihnen. Geht es hier um irgendeine Art von Wissen? Vermittelt er ihnen eine Lehre? Ja, die Schrift, die damalige Schrift, die verfügbar war, die haben diejenigen, die frommen Juden, alle gekannt. Das heißt also, die Lehre, die musste er ihnen nicht vermitteln. Also ein Wissen braucht er ihnen nicht zu vermitteln, aber er hat ihnen etwas anderes vermitteln. Er hat ihnen eine Art von Kenntnis vermittelt, die dann zu einer Hoffnung werden kann. Er hat in ihnen ein Bedürfnis gesät nach etwas, was über dieses normale Leben hinausgeht. Und indem er genau das gemacht hat, blieb den beiden fast nichts übrig, als jetzt diesem Manne zu folgen, der unscheinbar war, aber irgendwie sehr freundlich. Sie wollen also jetzt mehr. Sie wollen diesen Jesus irgendwie kennenlernen, laufen also erstmal nur ein bisschen hinterher. Was macht Jesus? Seine erste Antwort auf diese stumme Bitte, denn sie laufen ihm ja hinterher, das ist ja schon eine Art von Zuwendung, seine erste Antwort ist, dass er sich umdreht, dass er sich selbst zuwendet. Was fragt er? Er fragt, was sucht ihr? Ist das nicht interessant? Er sagt nicht, was wollt ihr von mir? Was sucht ihr? Ihr sucht doch nach etwas. Das muss ja mit mir was zu tun haben. Sagt doch mal, was sucht ihr? Eine sehr freundliche Frage. Er könnte das ja vielleicht wissen, aber er möchte es hören. Für uns ist das wichtig, wenn wir nämlich nicht wissen, was wir wollen, können wir auch nichts finden. Diese ganze Geschichte hat etwas mit Suchen, Finden, Sehen, Kommen zu tun. Diese Begriffe kommen immer wieder. Was sucht ihr? Ja, ihr sollt euren Willen bekennen, sagt Jesus. Was machen sie jetzt? Sie machen das, was man damals bei Rabbis gemacht hat, also bei Menschen, die man als Lehrer annehmen möchte. Man möchte irgendwie zu ihnen gehen. Man fragt sie ja, wo bleibst du oder wo wohnst du? Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen zu dir. Jetzt könnte Jesus natürlich fragen, ja, wozu? Was erwartet ihr von mir? Könnte er fragen. Macht er aber nicht. Er sagt etwas Wunderbares, was ganz Einfaches. Kommt und seht. Jetzt meint er natürlich nicht, welche Einrichtung sie haben, er hat oder dass sie sich in seiner Wohnung umgucken und so. Die Frage ist ja nicht nach seiner Wohnung, sondern es ist die Frage,
können wir zu dir kommen und uns mit dir unterhalten? Können wir dich kennenlernen in deinem Umfeld? Ja, natürlich, sagt Jesus. Kommt. Und sehen heißt hier in diesem Kontext immer, erfahrt. Lasst euch auf das ein, was euch dann widerfährt. Schaut euch mir gegenüber um. Schaut euch nicht um in meiner Wohnung, aber schaut euch um in meinem Umfeld. Lernt mich kennen. Seht. Und dann steht unübertroffen kurz. Sie kamen und sahen's. Ja, einfacher kann man es nicht sagen. Sie kommen wirklich mit und sie sehen. Natürlich wiederum nicht seine Möbel, sondern sie sehen ihn. Sie lernen ihn wirklich kennen. Und das muss jetzt für Johannes, der ja diesen Bericht geschrieben hat, so bedeutungsvoll gewesen sein, dass er sich sogar die Zeit gemerkt hat. Das Ganze, das geschah um die 10. Stunde, das ist für ihn so wichtig, das geschieht ja uns auch, irgendwelche Dinge, die wirklich einschneidend sind, da erinnern wir uns ganz genau, um welche Uhrzeit war das, wo waren wir, was haben wir gerade gemacht? Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen klären, was die 10. Stunde meint. Wenn wir jetzt die jüdische Zeitrechnung nehmen würden, die ja von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geht, dann wäre das ungefähr um 16 Uhr und da wäre nicht mehr sehr viel Zeit, weil sie ja den ganzen Tag bei ihm blieben. Dann wären sie gerade noch mal 2 Stunden ungefähr bei ihm gewesen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass Johannes tatsächlich die römische Zeitrechnung meinte. Weil in seinem ganzen Bericht erklärt er bestimmte Worte aus dem jüdischen Kulturkreis seinen Lesern. Er sagt, was Rabbi heißt, er sagt, was Messias heißt. Und das heißt also, es sind nicht diejenigen, die aus dem jüdischen Kulturkreis kommen und die natürlich wissen, was mit 10. Stunde nach jüdischer Denkungsart gemeint ist, sondern er spricht zu dem römisch-griechischen Umfeld. Und dann verwendet er natürlich das, was auch für uns heute gilt. Denn wir haben ja auch von Mitternacht zu Mitternacht 12 Stunden. Und das würde jetzt in dem Falle bedeuten, dass die 10. Stunde ungefähr, ganz grob gerechnet, die Stunde wechselt ja da, weil ja auch die Tage kürzer und länger werden, ungefähr um 10, also vormittags. Das macht Sinn. Denn jetzt zu sagen, sie blieben den ganzen Tag, dann kann das hineingehen bis in die Nacht hinein. Der ganze Tag geht ja dann bis Mitternacht. Und das macht wirklich sehr viel Sinn. Ja, wenn sie bis weit in die Nacht blieben, sie sahen's, sehen, hören, staunen, begeistert sein, bewegt sein. Jesus ist ganz offensichtlich immer erreichbar. Er ist offen. Diejenigen, die ihn suchen, von denen lässt er sich finden. Er gehört zu den nahbaren Menschen. Das ist wichtig, weil eine Vorstellung von ihm als ein Herrscher und Richter, dem man sich nur auf Knien nahen kann und immer total demütig, macht es nicht möglich, Vertrauen zu ihm zu fassen. Wir müssen immer dann Angst haben davor, wie er mit uns umgeht. Aber er ist so offen, so fast zärtlich, auf alle Fälle erreichbar. Er möchte, dass man ihn erlebt und sie reden miteinander. Und sie reden über alles mit Sicherheit, was sie bewegt. Und sie sind durch und durch begeistert. Und das Wort begeistert passt ja, weil der Geist in ihnen geweckt wird. Die Geschichte geht weiter. Andreas, der jetzt erstmal was gesucht hat und dann was gefunden hat. Jetzt sucht er auch seinen Bruder Simon, der später Petrus genannt wird. Und er findet ihn natürlich auch. Ich meine, er weiß ja, wo er ist, vermutlich. Also er sucht und findet seinen Bruder. Man muss sich das mal klar machen. Suchen, finden, angesteckt sein. Suchen, finden, angesteckt sein. Das ist eigentlich wie ein Feuer, wie ein Brand.
Das ist das Wesen der Begeisterung. Wir können das nicht bei uns behalten. Wir müssen es weitergeben. Und zwar an diejenigen, die wir als Vertraute erleben, die uns sehr wichtig sind, mit denen wir uns schon seit Jahren vielleicht darüber unterhalten haben, was uns wichtig ist. Ja, diese Vertrauten, diese Menschen, die uns nahestehen, das sind diejenigen, die auch den größten Einfluss auf uns haben. Die sogenannten Influencer, wie sie da auf YouTube genannt werden, die so tun, als ob sie richtig gehen, ganz kumpelhaft erläutern, welche Produkte die besten sind, haben ja deswegen die größte Werbewirkung, weil sie irgendwie glaubwürdig wirken wollen. Wodurch? Weil sie irgendwie die gleiche Sprache sprechen, weil sie doch einer von uns zu sein scheinen, weil sie irgendwie auf die gleiche Art und Weise ticken, sprich denken und fühlen. Und ja, das kann doch eigentlich nur glaubwürdig sein, könnte man meinen. Das ist das Prinzip dieser Werbetechnik, mit denen sie dann auch ihr Geld zu verdienen versuchen. Vertraut sein. Wir brauchen aber wirklich Menschen, denen wir vertrauen können, die uns nahe sind und die dann uns ihre Erfahrungen rüberbringen, die uns sagen, ich habe etwas erfahren, ich habe etwas erlebt, das ist so bedeutungsvoll. Und wenn sie uns zu Jesus hinführen, dann ist das keine Theorie, die sie uns vermitteln. Sie vermitteln uns auch wieder keine Lehre, sondern sie treffen uns mit unserem Bedürfnis, weil sie uns kennen. Ja, wer kennt uns noch besser? Jesus natürlich. Hier in dem Falle bringt er also tatsächlich seinen Bruder Petrus zu ihm. Jesus kennt ihn. Er kennt alle. Und was macht er? Er sagt ihm, ja, du sollst Kephas heißen. Du wirst einmal Kephas heißen. Dich wird man einmal den Felsen nennen. Und das bei einem so wankelmütigen Typ wie beim Petrus, der eigentlich absolut von seinem Gemüt her nicht Fels genannt werden kann. Das ist ein Aufbrauser und auch häufig ein Aufschneider und auch einer, der da ganz schnell Stimmungen von einer Stimmung zur anderen kippt. Und hier sagt er, du wirst einmal Fels genannt werden. Eigentlich sagt er noch etwas anderes. Du wirst einmal ein neuer Mensch werden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Das ist seine Ansprache an uns, wenn wir mit ihm zu tun haben. Und einen neuen Namen geben heißt eigentlich eine ganz neue Identität von ganz innen heraus vermitteln. Das ist ein bisschen anders, als wenn wir sagen, ja, ich entwerfe mich selbst. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ja, ich möchte diesmal jetzt so oder so sein, das kann man machen. Mit der Frisur zum Beispiel. Wenn man keine Frisur wie ich habe, kann man sich mit der Frisur schon äußerlich ziemlich ändern. Das äußere Gehabe kann man auch umstellen, aber seine Identität kann man nicht einfach verändern. Jesus spricht den Simon an mit einer Verheißung und die lautet, in dir gibt es eine Realität, die wachsen muss. Und sie wird auch zu einem neuen Namen führen. Merken Sie, worauf das hinausläuft? Wir suchen. Und wir denken vielleicht, wir müssten Jesus finden. Aber eigentlich müssen wir nur kommen und sehen. Und dann findet er uns. Und dann finden wir uns selbst. Durch das, wie er uns findet. Ja, die Geschichte geht weiter. Jesus zieht nach Galiläa und unterwegs findet er wieder jemanden, nämlich den Philippus. Der Philippus gehört aber zu der ganzen Clique dort. Ja, was sagt er ihm? Folge mir nach. Ganz einfach und ganz schlicht. Philippus tut das, aber was macht er auch? Der sucht auch wieder und findet. Sein Brand, sein inneres Begeistertsein sucht
ein Ventil, nämlich Nathanael, offensichtlich einer seiner besten Freunde, da muss er unbedingt hin. Mit dem hat er vermutlich schon lange darüber diskutiert, wie es so sein wird mit dem Messias und wie man ihn sich vorstellen soll. Also das Erste, was er dem Nathanael sagt, ist, ich habe ihn gefunden. Dann ist schon wieder ein Finden. Wir haben ihn gefunden. Er ist dieser Jesus aus Nazareth. Der Nathanael ist offensichtlich kein leicht entzündlicher Mensch. Also einer, der ganz schnell irgendwie begeistert ist. Er ist ein Skeptiker im Sinne von bedächtig. Also Nazareth, bitteschön. Aus diesem Kaff, was soll denn da kommen? Nazareth war nichts. Das sagt er jetzt nicht aus einem sturen Vorurteil nach dem Motto, ich habe immer schlechte Erfahrungen mit Nazarenern gemacht. Nee, sondern das ist Schriftkenntnis. Der Nathanael weiß, dass also in der Schrift eine ganze Menge steht über den zukünftigen Messias. Nazareth ist darin nicht erwähnt. Bethlehem schon, aber Nazareth nicht. Was macht Philippus? Er macht genau das, was Jesus vorher auch gemacht hat. Komm und sieh. Ich will dich nicht überreden, sagt er. Ich will dich nicht beschwatzen. Ich will nicht mit Worten dir den Kopf vollstopfen, damit du dann mir glaubst. Nein, sei skeptisch. Komm und mach die Erfahrung. Das bedeutet doch, dass wir Jesus tatsächlich nur nachfolgen können, wenn wir die Erfahrung mit ihm machen und nicht, wenn wir uns irgendwas vorstellen oder ein anderer uns irgendwas vorstellt und wir das dann in irgendeiner Weise zu glauben bemüht sind. Eine wirkliche Überzeugung entsteht nur durch persönliche Erfahrung. Philippus weiß das und damit sagt er das auch. Also jetzt kommt Philippus und Nathanael zu Jesus. Und wieder wird deutlich, dass Jesus jeden kennt, und zwar durch und durch, bis in das Innerste hinein. Er nennt Nathanael einen wahren Israeliten. Die Israeliten, das sind nicht nur die aus Juda, die Jüdischen, sondern das sind alle. Und zwar das Volk Gottes ist damit gemeint. Das ganze Volk Gottes. Ein wahrer Israelit, der wirklich zum Volk Gottes gehört. Und der wahre Israelit ist ganz offensichtlich nach Jesu Maßstab aufrichtig, geradlinig, wahrhaftig, ohne falsch, ohne Vordergrund und Hintergrund, ohne irgendwelche Tücken, ohne irgendwelche Tricks. Direkt und unmittelbar. Was antwortet Nathanael auf diese Aussage von Jesus, die er übrigens nicht zu Nathanael macht, sondern zu denen, die bei ihm sind? Woher willst du das wissen? Schon wieder Skepsis. Wie kommst du da drauf, so etwas von mir zu behaupten? Natürlich nicht unbedingt aggressiv, aber skeptisch. Er fragt. Das ist doch logisch. Und schon wieder kommt es vor, dieses Wort sehen. Ich kenne dich seit jeher, sagt Jesus eigentlich. Ich habe dich schon immer gesehen. Ich habe dich sogar vorher gesehen, bevor Philippus dich unter dem Feigenbaum getroffen hat und von mir erzählt hat. Kannte ich dich schon, habe ich dich schon gesehen. Man muss sich das mal klar machen, was das bedeutet. Nathanael wusste, der konnte mich nicht wirklich äußerlich gesehen haben, sondern das ist ein innerliches Sehen. Und Nathanael ist zwar skeptisch von seinem Temperament her, der lässt sich nicht einfach so über den Tisch ziehen, aber er ist auch nicht stur. Wie heißt so schön, dem Weisen genügt wenig, um etwas zu erkennen. Und er gehört wirklich zu den Weisen, die blitzartige Einsicht haben, das kann nur der Messias sein. Ich brauche gar nicht viel mehr. Ganz unmittelbar kann ich erleben, dass er das ist. Ja, und was macht Jesus? Er
spricht eine Verheißung aus. Er sagt, ihr habt jetzt einiges gesehen, sprich einiges erfahren, und du hast jetzt geglaubt und du hast dich anvertraut, weil du gesehen hast, wozu ich fähig bin, aber das ist nur eine absolute Winzigkeit. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Was heißt das denn jetzt? Das kann ja nicht so meinen, wie wenn die Wolken verziehen. Der Himmel offen und die Kräfte Gottes, also die Engel, werden über den Menschensohn hinauf und hinabsteigen. Das heißt, ihr werdet sehen, dass ich der Mittelpunkt all dieser Kräfte bin und dass der Himmel mit der Erde verbunden sein wird. Was soll das heißen? Ganz praktisch für uns heißt das, unsere Erde, das ist dasjenige, woran wir glauben, das ist unser Herz. Das ist die Basis unseres Verhaltens, unserer Gefühle, unserer Denkmuster. Und wenn wir eine Verbindung zum Himmel haben, dann heißt das, wir machen Erfahrungen, die mit dem Himmel verbunden sind. Der Himmel kann für uns offen sein. Sogar auf dieser Erde. Ihr werdet das sehen. Ihr werdet die Erfahrung machen. Ihr werdet spüren die Verbindung des Reiches Gottes mit euch selbst. Da stellt sich natürlich die Frage, in welchem Reich befinden Sie sich jetzt zur Zeit? Wer ist bei Ihnen auf Ihrem Glaubensgrund der eigentliche Mittelpunkt? Welche Kräfte spüren Sie, die jetzt auf Ihrer Erde wirksam werden? Fühlen Sie sich selbst als ein Teil des Reiches Gottes? Jesus nachzufolgen heißt tatsächlich, ihn zum Mittelpunkt zu machen, zu erfahren, dass er der Herr über alles ist, über alles, was Himmel heißt und über alles, was Erde heißt, über alles, was Denken und Fühlen heißt, über alles, was Erleben heißt, über alles, was Glauben heißt. Und zu erfahren, wie die Kräfte Gottes wirksam werden, in uns selbst, um uns herum, mit anderen Menschen. Einfach ihm nachfolgen, das ist der Beginn. Aber er verheißt uns in der Nachfolge nicht nur, dass wir ein Kreuz zu tragen haben, das gehört dazu, sondern dass wir unendlich wertvolle Erfahrungen machen können. Schon hier. Schon hier auf dieser Erde, in diesem Körper, dass wir erfahren können, dass er wirklich und wahrhaftig nicht nur existiert, was für ein blasses Wort, sondern dass er sich uns zuwendet. Aber er wird es erst tun, wenn wir ihm zumindest beginnen nachzulaufen. Und vielleicht hat das, was ich jetzt gesagt habe, bei einigen wenigstens so eine ähnliche Wirkung wie beim Johannes dem Täufer. Fangen Sie an, nachzulaufen. Er ist in Ihrer Nähe und wartet nur darauf. Und er wird sich umwenden und er wird Ihnen die Erfahrung möglich machen, die wirklich heißt, komm und sieh, erfahre, was es heißt, mit mir zusammen durchs Leben zu gehen.